werden nie herausfinden, wer oder was den Nachtschlitzer zu dem gemacht hat, was er ist. Ein mieses, perverses Monster. Ein degenerierter Schwanzloser. Ein durch Inzucht geschädigtes, hässliches Biest, das sich an unschuldigen, wehrlosen Frauen vergreift, sich jämmerlich in ihren Ängsten suhlt und dem dabei tierisch einer abgeht. Seid doch mal ehrlich. Wie schwer kann es denn sein, den Nachtschlitzer daran zu hindern, sein nächstes Opfer in Einzelteile zu zerlegen? Lasst es mich wissen. Ruft mich an. 555 05 111 955. Piratensender Nighthawk, hier ist Doc Rock, Rock My World. Mein nächstes Opfer ist bereit. Was sind Sie gewillt zu wetten? Es bleibt jedoch nur wenig Zeit. Kann Doc Rock Sie wirklich retten? Jetzt schauen wir mal, wie schwer es ist, mich daran zu hindern. Motto der heutigen Show, zurück in die Zukunft. Sie haben noch eine letzte Chance, sonst fliegen Sie aus der Leitung. Überlegen Sie sich gut, Doc. Wenn ich aus der Leitung fliege, wird ein Unschuldiger sterben. Auf unserem Mir geht die Welt am Arsch vorbei Planeten sterben viele Unschuldige. Wenn nicht an deren Tod Sie direkt schuld sind. Versuchen Sie mir gerade ein schlechtes Gewissen einzureden? Das kann ich nur, wenn man ein Gewissen hat, Doc. Haben Sie. Woher weiß ich denn? Dass ich es wirklich bin? Sie haben doch gar keine andere Chance, Doc, als es zu glauben. Oder wollen Sie on-air? Vor Ihren Hörern in die Radiogeschichte eingehen? Als der Mann, der die Chance seines Lebens verpasste, den Nachtschlitzer daran zu hindern, sein nächstes Opfer in Einzelteile zu zerlegen? Ich will aber auch nicht als der Vollidiot in die Radiogeschichte eingehen, der sich von einem Trittbrettspinner wie Ihnen hat verarschen lassen. Was mich auch gleich zu Ihrem Vierzeiler bringt. Was bin ich gewählt zu wetten? Kann Doc Rock Sie wirklich retten? Meinen Arsch, den kleinen Süßen, bin ich gern gewillt zu wetten. Ihre Lippen lässt er schön grüßen. Und er mache ich mich nicht zum Deck. Na, vermissen Ihre Lippen bereits meinen Arsch? Einen großen Fehler, den haben Sie begangen. Ich werde keine Mühe scheuen. Auf Leben und auf Tod, ein Spiel hat angefangen. Auf ewig werden Sie es bereuen. Wird das jetzt hier ein Vierzeiler-Contest? Wenn man sich zu sicher fühlt, macht man Fehler. Es ist der Nachtschlitzer, Briggs. Unser Anrufer für 5 Minuten. Der Stimmabgleich. Er ist in unserer verdammten Stadt. Briggs, kannst du mich hören? Die Stimme ist identisch. Hörst du? Denken Sie nicht mal daran. Wenn Sie off-air gehen, Doc, verspreche ich Ihnen, komme ich bei Ihnen vorbei und schlitze Ihre Frau auf. Enttäuschen Sie mich nicht. On-air leben, off-air sterben. Betty and Briggs? Sie sind so still, Doc. Sie machen mir Angst. Sie führen was im Schilde, ich kann es spüren. Tun Sie's, Doc. Rufen Sie die Bullen und beenden Sie frühzeitig unser kleines Hörspiel und das Leben einer unschuldigen Frau. Na los, machen Sie schon. Es ist der perfekte Mord. Nur ein Wort zu den Bullen. Keiner weiß, wer sich hinter dem Namen Doc Rock versteckt. Keiner kann Sie zur Rechenschaft ziehen. Geben Sie sich schon einen Ruck. Werden Sie einer von uns? Oder sind Sie etwa? So wie es aussieht, haben Sie es doch nicht in sich.
Dann zeigen Sie wenigstens der Welt da draußen, dass es noch Menschen gibt, denen das Leben eines Fremden am Herzen liegt. Machen Sie den Unterschied. Die Doc Rock Show endet genau in 32 Minuten. Um Mitternacht. Wenn Sie mich bis dahin davon abhalten können, die Frau zu töten, lasse ich sie leben. Versprochen. Ergo. Reden ist Silber, Schweigen ist Silber.